In einer Welt, in der das Streben nach Reichtum und Macht immer größer wird, gibt es eine Branche, die an der Spitze steht: Hedgefonds. Sie sind eine mysteriöse Gruppe von Finanzmanagern, die im Verborgenen Milliarden von Dollar verdienen und die Wirtschaft beeinflussen. Aber wer sind diese mächtigen Figuren? Was ist ihre Rolle? Wie genau funktionieren Hedgefonds und warum kann man mit ihnen so viel Geld verdienen? Die Hedgefonds-Industrie ist ein bisschen wie damals Gladiatorenkämpfe. Die Manager kämpfen wie Gladiatoren gegeneinander, nur mit Armani-Anzügen statt Rüstungen und Bloomberg-Terminals statt Schwertern. Die Zuschauer sitzen da nicht auf Steinbänken, sondern auf bequemen Bürostühlen, aber beobachten trotzdem den erbarmungslosen Wettstreit um die beste Rendite. Und wie im alten Rom gibt es auch in der Hedgefonds-Arena einen Kaiser, oder besser gesagt den König, der über alle anderen herrscht: Frank Thelen. Ne Quatsch, sondern Ray Dalio. Er ist der mächtigste Hedgefondsmanager der Welt und sein Einfluss ist wahrscheinlich größer als der von so manchen alten römischen Imperatoren. Und wie bei den Gladiatoren sind auch die Kämpfe in der Hedgefonds-Arena nicht immer fair. Manche Manager betrügen, manche lügen und manche haben einfach nur Glück. Aber am Ende gewinnt immer der Stärkste oder halt der, der die besten Insider-Informationen hat. Aber was genau ist ein Hedgefonds eigentlich und wie funktioniert er? Schauen wir uns mal Fonds im Allgemeinen an. Ein Fonds kann beispielsweise einen Index abbilden, wie zum Beispiel den DAX, oder individuell aufgebaut sein. Es gibt außerdem aktiv und passiv geführte Fonds, also entweder leitet jemand das Ganze oder Aktien werden nach Kategorie XY automatisch zusammengestellt und dann gekauft bzw. verkauft. Im Vergleich zu einem ETF ist ein Hedgefonds schon mal aktiv geführt, also ein Fondsmanager leitet das Ganze. Bei aktiven Fonds gibt es ja auch wieder 1000 verschiedene Arten, also Private Equity oder Venture Capital fallen hier zum Beispiel auch drunter. Gucken wir uns mal hingegen so Boomer-Aktivfonds an, sehen wir hier zum einen den klassischen Aktienfonds. Hier dürfen die Fondsmanager, wie der Name sagt, nur Aktien kaufen, viele haben aber auch einen bestimmten Fokus, also geografisch oder auf eine Industrie etc. Rentenfonds, hier sind Staatsanleihen und Pfandbriefe drin, also ziemlich langweilig, oder Mischfonds, die, wie man erwarten kann, eine Mischung aus beiden sind. Und Hedgefonds, quasi das Beste aus allem kombiniert. Ein Hedgefonds kann in alles investieren, was er will und mit fast jeder Methode Kohle machen. Hedgefonds sind also viel weniger reguliert. Sie können also auf Aktien wetten, auf Rohstoffe, auf Länder, auf steigende Kurse, auf fallende Kurse und alle möglichen Hebelprodukte verwenden, mit denen der Durchschnittsmensch typischerweise am effektivsten sein Geld verliert. Was sind hier die häufigsten und effektivsten Strategien? Zum einen gibt es Long Short Equity. Das heißt, dass der Hedgefondsmanager Aktien findet, die er für überbewertet und unterbewertet hält. Er oder sie kauft dann die überbewerteten Aktien leer, das heißt, er setzt auf fallende Kurse, also er shortet sie, und gleichzeitig werden die unterbewerteten Aktien gekauft, um hier auf den Anstieg zu setzen. Die nächste Strategie nennt sich Event Driven. Hier handelt man einfach mit Wertpapieren, die mit besonderen Ereignissen verknüpft sind. Das heißt, man spekuliert auf Fusionen oder Übernahmen, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten etc. Der Hedgefondsmanager spekuliert dann darauf, dass der Kurs der betroffenen Aktie steigt oder fällt, je nach Ausgang des Ereignisses. Die nächste Strategie ist Global Macro. Hier, wie der Name vermuten lässt, versucht man einfach makroökonomische Entwicklungen und Strategien vorherzusagen. Ein Hedgefondsmanager kann beispielsweise auf steigende Rohstoffpreise setzen, wenn er erwartet, dass die Wirtschaft eines Landes wächst, oder halt bei Covid draufsetzen, dass alles abschmiert. Einige der bekanntesten Namen, die ihr vielleicht von Memes kennt, sind neben Ray Dalio, Stephen Cohen, Ken Griffin und David Einhorn. Ray Dalio, der Gründer von Bridgewater Associates, wird oft auch als der Steve Jobs der Hedgefondsindustrie bezeichnet, weil er so einen enormen Einfluss auf die Finanzbranche hat. Er ist außerdem bekannt für seine Philosophie der radikalen Offenheit, bei dem er seine Mitarbeiter ermutigt, ihre Meinung offen auszudrücken und konstruktive Kritik zu äußern. Ja, konkret heißt das, einfach alles zu sagen, was man denkt. Klingt nach Chaos, ist es eigentlich auch. Ein paar Mitarbeiter haben sogar dadurch schon mal angefangen zu weinen, aber irgendwie funktioniert es halt trotzdem. Stevie Cohen ist Gründer von Point72 Asset Management. Er ist bekannt für seine aggressiven Handelsstrategien und seinen Sinn für Timing. Wall Street Bets Liebling Ken Griffin ist Gründer von Citadel, einer der bekanntesten Gesichter in der Welt der Finance-Degenerierten. Kürzlich geriet er in die Schlagzeilen, als er die Originalkopie der US-amerikanischen Verfassung für 43 Millionen US-Dollar kaufte. Aber das ist nicht die einzige Kuriosität in seiner Karriere. Vielleicht könnt ihr euch ja noch an Anfang 2021 zurückerinnern, an den Wall Street Bets GME-Hype. Was nur wenige wissen, Ken Griffin und Citadel waren diejenigen, die den Hedgefonds Melvin Capital retteten, der damals massive Verluste durch den ganzen GameStop-Hype erlitten hatte. David Einhorn, Gründer von Greenlight Capital, wurde bekannt durch seine öffentliche Auseinandersetzung mit Tesla Big Boss Elon Musk, denn David hatte eine Short-Position auf den Elektroautohersteller. Das heißt, er wettete auf den Niedergang von Tesla. Hat jetzt nicht so gut geklappt, wie man sieht. Und natürlich darf man die deutsche Hedgefonds-Legende nicht vergessen: Florian Homm. Florian Homm ist einer der schillerndsten Persönlichkeiten in der deutschen Finanzwelt. Quasi ein echter Maximus, der sogar vom FBI gejagt wurde.
Der Ex-Hedgefonds-Manager hat in seinem Leben viele Höhen und Tiefen erlebt. Einer seiner größten Erfolge war die Gründung des Hedgefonds Absolute Capital Management, der in kurzer Zeit zum Milliardenschwergewicht wurde. Angeblich verwaltet er hier zum Höhepunkt mehr als 3 Milliarden Dollar. Hobben war auch bekannt für seinen Hang zum Risiko und seine, sagen wir, unkonventionelle Art. Man, I love Angela Merkel. Das ist eine Humanistin. Aber sie kann nicht richtig rechnen. Das brachte ihm schnell den Ruf eines Bad Boys ein. Doch wenn man nicht gerade vom FBI gejagt wird, kann das Leben als Hedgefondsmanager auch extrem Reichtum mit sich bringen. Hedgefondsmanager gehören zu den am höchsten bezahlten Berufen im Finance-Bereich. Einige der erfolgreichsten Manager verdienen jedes Jahr hunderte Millionen Dollar. Zum Beispiel verdiente Ken Griffin, CEO von Citadel, im Jahr 2020 geschätzte 1,8 Milliarden US-Dollar. Als Einsteiger in der Branche kann das Gehalt bei etwa 100 bis 200.000 US-Dollar pro Jahr liegen. Das hängt aber von vielen Faktoren ab, zum Beispiel die Größe des Fonds und die Erfahrung des jeweiligen Bewerbers. Mit Bonus sehen die Zahlen dann nochmal meist deutlich höher aus. Laut Wall Street Oasis liegt das Gehalt als Junior zum Beispiel bei rund ca. 100.000 Dollar. Der Bonus kann dann aber nochmal 50% mehr einbringen. Also rund 130.000 Dollar sind als Einsteiger absolut drin. Als Portfolio-Manager ist es dann auch schon mal gerne eine halbe Million. Und an der Spitze eines Hedgefonds sind das natürlich nochmal ganz andere Dimensionen. Das führt zu außergewöhnlichen Investitionen. Zum Beispiel kaufte David Ock von OckSiff Capital Management 2015 das Gemälde Interchange des Künstlers Willem de Kooning oder so ähnlich für 300 Millionen US-Dollar. Oder John Paulson. Er erwarb eine der teuersten Wohnungen in New York für 88 Millionen US-Dollar. Wenn du das jetzt verlockend findest, wie kannst du selber Teil dieser Gladiatoren-Arena werden? Erst einmal die schlechte Nachricht, in Deutschland gibt es so gut wie gar keine Hedgefonds. Wenn du es in Europa machen willst, gehst du besser nach London und vielleicht doch Stockholm oder natürlich in die USA oder Asien. Zunächst einmal sind viele der besten Köpfe wirkliche Überflieger aus der Finanzwelt. Sie haben oft an der renommiertesten Uni studiert und dort Abschlüsse in BWL, Mathe, Physik, Ingenieurswissenschaften oder ähnliches und dann bei großen Investmentbanken, Beratungsunternehmen oder anderen Finanzinstitutionen gearbeitet. Ein Großteil der Hedgefonds-Profis hat beispielsweise seine Karriere im Investmentbanking oder im Asset Management begonnen. Hier konnten sie das nötige Fachwissen, in Klammern Excel, erwerben und erste Erfahrungen im Umgang mit großen Deals sammeln. Wie das in der Praxis aussieht, haben wir Samuel Bosch gefragt. Er hat Physik studiert, seine Masterarbeit in Harvard geschrieben und macht momentan seinen PhD im MIT über Quantencomputing und Machine Learning. Während seiner Studienzeit war er beim Hedgefonds D.E. Chaum, der Firma, bei der auch Jeff Bezos gearbeitet hat, bevor er Amazon gegründet hat. Im Trading-Team gibt es natürlich sehr viele BWLer, sehr viele Leute, die auch Jura zum Teil studiert haben. In dem Quantitative-Bereich damals waren es hauptsächlich wirklich Mäntler, besonders viele Mathematiker und Physiker. Also in der Gruppe, in der ich gearbeitet habe in New York, waren, glaube ich, 29 von den 30 Leuten Doktoranden oder Leute mit einem Doktortitel in Mathe, Physik oder anderen Bereichen. Heutzutage ist der Fokus, glaube ich, viel mehr auf Machine Learning. Das heißt, es gibt mehr und mehr Informatiker in dem Bereich und etwas weniger Physiker, obwohl die meisten Physiker auch programmieren können und daher auch sehr gut in diesem Bereich arbeiten können. Aber wie kommt man eigentlich zu einem Hedgefonds? Also ich habe ja damals an der Universität Zagreb studiert, da ich in Kroatien aufgewachsen bin und ein Kumpel hat mir gesagt, wenn du dich bei diesem Hedgefonds bewirbst, ich wusste nicht wirklich, was das ist damals, wenn ich mich dort bewerbe und einfach mein CV zukommen lasse, dann werde ich dort eingeladen, Business Class Flug nach London oder New York und kann in einem super schicken Hotel sein. Dann habe ich mich auch tatsächlich beworben, nicht mit irgendwie Intentions dort zu arbeiten, aber tatsächlich bin ich dann dort angekommen, schönes Hotel, habe mich echt gefreut, 5 Interviews. Haben mir alle möglichen Fragen gestellt zum Thema Mathe, Physik und fast nichts zu Finanzen. Und obwohl ich nicht wirklich vorhatte, dort zu arbeiten, als ich dann einen Monat später einen Anruf bekam und sie mir gesagt haben, ja, du kannst hier 15.000 Dollar pro Monat für ein Praktikum verdienen, da konnte ich dazu natürlich nicht Nein sagen. Und wenn man es dann geschafft hat, was für Aufgaben hat man bei einem Hedgefonds? Einen großen Teil der Zeit führt man Finanzanalysen durch, also Finanzdaten sammeln und bewerten. Das hilft dann dabei, Fundamentaldaten von Unternehmen zu analysieren und potenzielle Investmentmöglichkeiten zu identifizieren. Junior-Mitarbeiter können auch bei der Ausführung von Trades helfen, einfach indem sie Handelsalgorithmen ausführen, Handelsaufträge platzieren und Überwachungssysteme nutzen, um Marktbewegungen zu verfolgen. Eine andere beliebte Aufgabe ist Marktforschung. Junior-Mitarbeiter können bei der Durchführung von Markt- und Wettbewerbsanalysen helfen, indem sie Daten sammeln, analysieren und Trends identifizieren, relativ ähnlich wie bei anderen Praktika. Also meine Aufgaben als Praktikant damals waren ziemlich divers. Ich habe ja erst als Trader angefangen und später als Quant gearbeitet. Am Anfang habe ich nur gelernt, also ich musste einfach nur verstehen, wie die verschiedenen Bereiche von einem Hedgefonds funktionieren, wie Trading funktioniert, Long-Short-Strategy, High-Frequency-Trading.
Und dann später, als ich wirklich angefangen habe zu arbeiten, dann war meine Aufgabe mehr in den Quantitative Analysis Time. Das heißt, ich habe Python-Scripts geschrieben, um irgendwelche Simulationen von sehr komplexen Transaktionen zu berechnen und die fairen Preise dazu zu berechnen. Das war meine Hauptaufgabe. Und das war zum Teil im Devisenbereich, das heißt Euro-Dollar. Und zum anderen Teil war es auch in verschiedenen Mixen aus komischen, exotischen Derivaten. Also als Praktikant hatte ich ja erst einmal die Aufgabe zu lernen, aber sehr schnell, da ich schon irgendwo einen Fehler in einer Simulation gefunden habe, haben die alle gedacht, dass ich ein Genie bin, was ich ja wirklich nicht bin, und dass ich alles super gut verstehe und haben mir daher auch direkt die Aufgabe gegeben, einen 50 Millionen Dollar Deal zu berechnen. Und das war natürlich eine riesige Verantwortung für einen damals, ich glaube, 19-jährigen Praktikanten. Was aber auch klar ist, so richtig spannend wird der Job erst, wenn man ganz an der Spitze steht. Hedgehogs wie Bridgewater Associates von Ray Dalio verwalten 150 Milliarden US-Dollar. Renaissance Technologies von Jim Simmons rund 110 Milliarden. Darüber haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Mit so viel Geld kommt natürlich auch Macht. Wir können euch leider nicht genau sagen, wie Hedgefondsmanager das Weltgeschehen beeinflussen, aber naja, man kann schon annehmen, dass der ein oder andere immer mal wieder einen Call oder ein Lunch Date mit einem wichtigen Politiker hat. Also klare Handlungsempfehlung, wenn ihr ganz oben mitmischen wollt, gründet einfach einen Hedgefonds und verwaltet ein paar Milliarden. Sonst könnt ihr aber auch gerne erstmal klein anfangen und unsere ganzen alten Videos grinden. Schaut auch mal gerne bei Worldwide Wohnzimmer vorbei, da war letztens der absolute Go Thomas Gottschalk zu Gast. Bis zum nächsten Video, ciao!